Hallo und willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Ich hatte ja auf meinem Community-Tab gefragt, welche Themen euch interessieren, und Themen rund um deutsche Urforen war eines der Themen, was euch interessiert hat. Und das größte deutsche Uhrenforum ist das Urforum. Und wer könnte hier kompetenter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen als der Marc aus der Forenleitung des Urforums? Ich freue mich sehr, dass Marc sich Zeit genommen hat, mit mir dieses Gespräch zu führen, um ein kleines bisschen Hintergrund, Einblicke zu gewähren in das Urforum und auch seine Person. Marc, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Magst du ganz kurz was über dich sagen und wie es dir geht, so als Einstieg für die, die dich noch nicht kennen, was ich mir ja fast nicht vorstellen kann? Ja, hallo Axel, grüß dich. Ja, mir geht's gut soweit. Wetter ist schön. Wir haben heute viel mit den Kindern gemacht. Ich war heute nicht so viel im Urforum. Ist auch mal ganz nett. Und das kannst du dir tatsächlich auch hin und wieder erlauben? Ja, ja. Wir sind ein Team im Urforum und wenn einer mal nicht da ist, dann finden sich andere Moderatoren, die dann einspringen. Das klappt eigentlich so ganz gut. Super. Bevor wir jetzt direkt ins Urforum einsteigen, die Frage, die vielleicht viele interessieren: Welche Uhr hast du heute am Arm? Eine Meistersinger-Urbahn. Eine Meistersinger. Ich habe bei mir die Sinn 910 SRS. Meistersinger-Urbahn. Ja, bitte? Ich habe gerade überlegt, ob ich die kenne. Muss ich nachher das direkt mal gucken? Das ist die mit dem Miyota-Werk. Das ist die ganz günstige. Ah, okay. Nein, ich hatte jetzt mehr ans Design gedacht. Ich komme ja nicht so sehr von der technischen Seite, sondern so mehr von der Optik. Ja, von der Optik, ja. Wie soll ich Meistersinger beschreiben? Die sehen eigentlich alle relativ ähnlich aus. Sie sehen alle aus wie Druckmanometer vom Design her. Ja, ich hab eine Vorstellung. Und wir werden ja mehr als 5 Minuten sprechen. Was trinkst du? Tee. 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 Ich habe klares Wasser hier stehen. Ganz einfachen, kalt aufgegossenen Mango-Tee. Ich hatte jetzt mit irgendeinem leckeren Rotwein oder irgendwas in dieser Art gerechnet. Nein, wenn ich telefoniere, trinke ich keinen Rotwein. Vor allen Dingen vorher nicht. Dann ist ja immer blöd, wenn ich dann irgendwelche Sachen von mir selber höre später und ganz genau weiß, da spricht der Rotwein aus mir. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen bestimmt amüsant gewesen wäre. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber die Vorlage, die Steilvorlage möchte ich einfach nicht liefern. Kann ich verstehen. Thema Urforum, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich meine, ich kenne dich aus dem Urforum vom Schreiben her ja schon länger, aber bei kaum einem weiß man, was ihn in das Urforum getrieben hat. Willst du wirklich die ganze Geschichte von Anfang an hören? Okay. Also sag mal so, in einem sozialverträglichen Umfang. Ja, ich kann das. Also ich bin ursprünglich im Watchtime-Forum aktiv gewesen. Ungefähr 2006, meine ich, wäre das gewesen. Und dann kam damals eine ganz große Nachricht aus dem Urforum. Und zwar ist der damalige Betreiber verklagt worden von Trustwatch oder Betgehalt. Und da ging es um einen User Kai Uwe. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt, wie die sich da so gegenseitig bekriegen wollten. Und da habe ich mich im Urforum angemeldet, um einfach nur Solidarität zu bekunden mit Kai Uwe und dem Urforum. Weil ich bin ein Uhrenhersteller oder eine Firma, so ein Forum verklagt, fand ich ganz schrecklich. Und so bin ich ins Urforum gekommen. Ja. Ich erinnere mich daran. Es ist ja schon eine ganze Zeit lang her, aber ja, da war ich auch schon dabei. 2011 war das, genau. Ja, richtig. Und wie kam es, dass du vom User, Mitglied, wie zigtausende dann zum Moderator bzw. zur Forenleitung aufgestiegen bist? Weil ich meinen großen Mund nicht halten konnte. Da muss ich wirklich ein bisschen ausholen. Und zwar, das war auch so eine ganz kritische Situation, in der das Urforum auch nicht gut dagestanden hat.
Da gab es damals eine Düsseldorfer Clique, die ist, glaube ich, ziemlich unrühmliche Bekanntheit hat die erlangt. Die sind da mit der Forenleitung, mit der damaligen, mit dem Carpe Diem aneinander geraten. Und da habe ich mich mit den Düsseldorfern solidarisiert, weil ich da auch die Informationen nur ungenügend selbst nachverfolgt habe und wollte dann auch, als die alle rausgeflogen sind, mit austreten. Und da ist der Carpe Diem an mich rangetreten und hat gefragt, ob ich das wirklich wolle oder ob ich nicht doch lieber User im Urforum bleiben wolle. Und da ich damals geschäftlich ganz viel auch in München unterwegs war, haben wir uns da mal persönlich getroffen und so weiter und so fort. Und da habe ich mich mit dem Carpe Diem angefreundet, also auf persönlicher Ebene. Und wir haben dann auch uns rege halt eben getroffen in München gerade. Der ist aber auch öfters mal hier hochgeflogen oder mit dem ICE gefahren. Hat dann auch bei mir zu Hause übernachtet. Dann hat der Ranma als Marktplatzmoderator aufgehört. Der hatte zeitliche Probleme. Und ich habe dann halt eben eigentlich so aus dem Bauch raus gesagt: Frank, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann mache ich den Marktplatz. Und so bin ich in den Marktplatz gekommen, habe den Marktplatz auch ganz alleine moderiert. Autsch. Ja, das war damals aber noch nicht so, wie es heute war. Auch nicht so streng. Dann ist der Carpe Diem immer sporadischer oder hat immer mehr gefehlt im Urforum. Und dann hat er den Don Steffen zum Smalltalk-Moderator ernannt und ist danach noch einmal online gewesen und danach war er weg. Und der Steffen war total aufgeschmissen und wir konnten nichts machen. Wir waren zahnlose Tiger im Prinzip. Ich konnte keine Sanktionierungen aussprechen, weil ich hatte nicht die nötigen Berechtigungen, um das selber auch durchzuführen. Das war damals alles noch, der Moderator musste an den Betreiber gehen, der dann eine Usersperre verhängt hat. So, und wenn dann eine Woche zwischen Untat oder Fehlverhalten des Users und einer Sanktion vergeht, das erstens macht das überhaupt keinen Sinn. Und ich finde es auch den Usern gegenüber unfair. Ne? Der hat schon längst die Sache vergessen und auf einmal wird er gesperrt, weil der Betreiber dann irgendwann meinem Sperrantrag nachkommt oder 2 Wochen später und der User weiß überhaupt nicht mehr, warum und wieso er auf einmal weg ist. Wobei das auch damals der damalige Betreiber, der Raxon, fand ich, hat er sowieso auch zwischendrin moderiert, ohne dass wir da jetzt viel von mitbekommen haben. Er war halt eben Betreiber und war sein Ding. Und wir haben ihm zugearbeitet. Ja, und Carpe Diem war dann irgendwann weg und kam nicht mehr wieder. Und dann habe ich einfach nur noch dem Betreiber mitgeteilt: So, der Carpe Diem kommt nicht wieder, irgendwie muss es weitergehen. Ich möchte jetzt die Supermoderatorenrechte, aber ich finde, Supermoderator hört sich so doof und abgehoben an, mach Forenleitung draus und den Steffen auch bitte direkt, weil ich mache es nicht alleine. Und so habe ich mich eigentlich im Prinzip in die Forenleitung reingekapert. Okay, Aus der also Not raus, aus der reinen Not raus, weil ich konnte nichts machen. Ich habe ja gerne moderiert, aber ich konnte gar nichts machen, weil die Forenleitung war de facto einfach weg. So, ja, und also irgendwer muss es machen. kann ich gut nachvollziehen. Und An der Stelle eine Bemerkung von mir, weil wir haben uns ja vorher schon mal unterhalten, ob wir so ein Gespräch machen oder nicht. Und da haben wir auch das Thema angesprochen, Frank Carpe Diem. Und ich weiß, dass das viele interessiert, aber aufgrund unseres Vorgespräches klammere ich dieses Thema in diesem Gespräch aus. Dann brauchst du da gar nichts zu sagen, weil wir hatten da vorher darüber gesprochen und ich weiß, dass das viele interessiert. Aber das Thema klammern wir hier ganz bewusst aus. Ja, also man kann ihn nicht ganz ausklammern, um nachzuvollziehen, warum ich überhaupt reingekommen bin. Nein, Ne? Das aber du weißt, dass es da viele Interessenten, viele genau. Nachfragen, viel Neugierde gibt. Und Ich dieses kann Thema auch. klammer ich von meiner Seite aus, damit du da gar nicht in irgendeine Schwierigkeit kommst. Ja, nee, ich habe auch schon länger keinen Kontakt mehr. Also insofern kann ich auch nichts sagen. Nee, ist auch an der Stelle schon durch das Thema. Super. Jetzt bist du Moderator gewesen, du bist das, was früher Supermoderator hieß und jetzt die Forenleitung ist, und hast in dieser Ja. Zeit eine ganze Menge mitgemacht, unter anderem auch Besitzerwechsel des Forums, Softwaretausch. Wie ist das für dich gewesen, Richtig. in einer
einer verantwortlicheren Position. Ich meine, das ist ja nun kein kleines Forum, das sind keine kleinen Veränderungen gewesen. Ich stelle mir das sowohl zeitaufwendig vor, als auch nervenaufreibend. Beides. Beides. Also man könnte das auch Vollzeit machen. Durchaus. Also. Über den Daumen gepeilt. Wie viel Stunden steckst du die Woche ins Urforum? Kann ich dir gleich sagen. Ich gehe mal eben kurz rein, dann kann ich mal eben kurz meinen Bildschirmzeit aufrufen und da weiß ich es ganz genau. Im Schnitt 8 Stunden in der Woche. Oh, das hätte ich jetzt deutlich mehr eingeschätzt, aber da kommen doch auch noch Abstimmungen zwischen den Moderatoren und dem Betreiber hinzu. Ja, ich kann jetzt hier nur die letzten zwei. Ich hab natürlich auch deutlich zurückgeschraubt. Wir hatten ja das Moderatorenteam etwas aufgestockt und haben auch unsere Arbeitszeiten so ein bisschen konsolidiert. Ich bin schon deutlich zurückgegangen. Also ich habe ja noch andere ehrenamtliche Verpflichtungen und vor allen Dingen habe ich eine relativ große Familie mit 3 Kindern. Mhm. Und die Kinder sind ja alle klein noch. Ne? Von denen geht noch keiner auf die weiterführende Schule. Das da muss ich Abstriche machen. Geht nicht anders. Ja. Ich meine, 8 Stunden ist ja auch ein kompletter Arbeitstag. Und du sagst, das war deine Online-Zeit. Da ist ja, ich vermute, dass du mit dem Steffen oder anderen auch mal telefonierst oder wie jetzt mit mir. Das ist ja in diesen 8 Stunden alles noch nicht drin. Nein. In den 8 Stunden ist das nicht drin. Auch die ganzen Sachen, die ich dann nebenbei... Das sind jetzt nur die rein Urforum.de-Zeiten. Okay. Also ist es dann doch erkennbar mehr. Das ist schon... Ja. Also für einen ehrenamtlichen Job, für ein in Anführungsstrichen Hobby, für das man, vermute ich mal, weniger Lob als Kritik bekommt... Da muss man schon ein relativ dickes Fell haben. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert, Gott sei Dank. Das dicke Fell oder der Gegenwind? Beides. Das Fell ist dicker geworden und der Gegenwind ist weniger geworden. Der Steffen und ich, wir haben uns ja immer bei allen Veränderungen, die wir gemacht haben, haben wir uns was gedacht. Ist auch nicht alles immer optimal gelaufen, um Gottes Willen. Also wir haben auch Marktplatzregeln mal geändert und Forenregeln mal geändert, die haben nicht den Erfolg gebracht. Da muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein und zurückzurudern. Aber wir haben immer versucht, nicht das Urforum zu revolutionieren, sondern immer an kleinen Stellschrauben. Und Ziel ist natürlich auch die eigenen Online-Zeiten, weil ich weiß nicht, wie es den anderen Moderatoren geht, aber Steffen und ich verbringen fast keine Privatzeit im Urforum. Das ist wirklich fast nur... Moderation. Ich habe mit meiner Fotografie noch ein bisschen, aber dann war es das auch. Zu Uhren habe ich im Moment herzlich wenig Bezug. Kann man das so sagen? Ich hatte mit dem Matthias Klü von Guinan drüber gesprochen und er meinte auch, wenn man das Hobby zum Beruf macht, geht das Hobby verloren. Es ist zwar kein Beruf, aber es ist schon eine professionellere Umgehensweise damit. Das ist so. Ja, das ist so. Ich gehe gerne auf Uhrentreffen, ich schaue mir auch gerne Uhren an, aber dieses, was ich früher hatte, dass die Halbwertszeit von der Uhr bei mir in der Box dann ein Jahr hatte, vielleicht 2 und dann ausgetauscht werden musste, das ist nicht mehr so. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie gut war ich eigentlich früher auch informiert über Uhrwerke und so weiter und so fort und die ganzen Funktionsweisen. Und wenn sich heute welche darüber unterhalten, dann muss ich schon nochmal irgendwo so ein bisschen blättern. Was weiß ich eigentlich noch? Was ich gut kann, ist dieser ganze markenrechtliche Kram und DSGVO und solche Geschichten. Die spielen bei mir eine wesentlich größere Rolle. Ich mache es trotzdem gerne. Das war nicht immer so. Ich hatte auch zwischendrin mal einen Durchhänger. Ich hätte auch 2-3 Mal, wo ich am liebsten in den Sack gehauen hätte. Und einmal war ich auch ganz kurz davor. Das habe ich auch im Urforum selber thematisiert. Weil da ging es mir dann deutlich zu weit und da sind mir dann auch ein paar User wirklich, die haben dann da in der Öffentlichkeit auch, und da brauchte man wirklich, da hat mein dickes Fell auch gelitten, das ist so. Wie gehst du denn überhaupt damit um, denn ich meine, was ich bei meinen YouTube-Videos an Kommentaren bekomme, ist ja sowohl von der Masse als auch von der Intensität her in keinster Weise
vergleichbar mit den Kommentaren, die ich öffentlich lese. Und ich glaube, die privaten Nachrichten gehen doch deutlich über das hinaus. Und selbst damit habe ich Probleme umzugehen. Also ich habe extreme Hochachtung davor, wie ihr diese Schwemme und diese Masse und auch diese Qualität wegsteckt. Wie gehst du damit um? Wie soll ich damit umgehen? Eigentlich, ich habe das mal einem User, der hat mich dann auch privat angeschrieben. Dem habe ich das mal so formuliert, wie ich das auch tatsächlich handhabe. Ich habe ihm geschrieben, das ist nie persönlich, was ich mache. Ich kenne dich nicht und du bist für mich im Prinzip eine Teilnehmernummer. Wenn ich meine Sanktionen fertig habe, dann ist das auch ausgeblendet. Da war er dann ganz beleidigt, aber es ist einfach so. Anders kann ich es nicht machen. Wenn ich alles immer persönlich nehmen würde, ich bekomme ja mit Usern nur dann zu tun, wenn es zu moderieren gilt. Ja, oder halt eben die ich kenne. Und meistens sind es Dinge, die User falsch gemacht haben und dann dadurch halt eine Konsequenz erfahren. Ja, die berühmten Sperren und so, das sind ja das Geringste. Das meiste ist irgendwas, was sie geschrieben haben, was wir dann rausgenommen haben und sind dann ganz fürchterlich. Also über die Sperren regen sich Leute weniger deutlich auf, als wenn ich einen Text rausnehme und dann bekomme ich ganz böse Sachen. Man muss die ganze Sache ja neu schreiben. Wir sollen denen das gefälligst dann wieder zurückliefern, damit sie es nochmal einstellen können. Und da sind wir mittlerweile ganz konsequent auf dem Weg. Nein, wir löschen die Sachen raus. Weil erfahrungsgemäß, wenn wir nachbessern lassen, dann machen die einfach weiter, Business as usual. Und wenn sie erwischt werden, dann wird halt eben korrigiert. Deutliche Verbesserung erfährt das dann, wenn es konsequent gelöscht ist, dann passieren die Fehler weniger. Also so ein kleines der Leidensdruck ist höher. Der Booster für den Lerneffekt. Ja, ist so. Ich denke auch, das habe ich zumindest aus euren Kommentaren rausgelesen, ein bisschen was auch mit Effizienz zu tun, um auf diese 8 Stunden Online-Zeit zu kommen. Wenn es dann korrigiert wird, dann muss die Korrektur überwacht werden. Genau. Der Fall muss gegebenenfalls geschlossen werden. Ihr habt dann irgendwelche offenen Sachen, die ihr nachverfolgen müsst. Das ist ja auch alles Management-Tätigkeit, die dann auch wirklich gemacht werden muss. Das ist so. Das ist so ein Beispiel, ist am Marktplatz. Ein User gibt ein Angebot ein. Das Angebot entspricht nicht den Marktplatzregeln. Und das wird dann gelöscht und der User bekommt eine Nachricht, das und das hast du falsch gemacht. Also die und die Marktplatzregel wurde verletzt. Mhm. Und da bitte in Zukunft dran denken. Dann bekommen wir die Nachfrage, ob sie nicht nachbessern können. Erstens können wir sowieso keine Schreibrechte mehr vergeben, nachträglich. Mhm. Wenn die Bearbeitungszeit abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Dann müssten wir das, wenn schon, selbst korrigieren. Mhm. Und wenn man den knappen Zeitraum betrachtet, in dem sie selber noch korrigieren können, das ist, glaube ich, eine Stunde, dann müssen wir da immer wieder reinschauen, weil viele versprechen, mache ich und machen es nicht. Mhm. Ist einfach so, muss man ganz nüchtern betrachten. Das mag auch vielleicht gar kein böswilliger Absicht sein, sondern einfach eine Nachlässigkeit, aber für uns bedeutet das immer 2 Schritte mehr Arbeit. Ja, und die Leute haben ja auch unterschiedliche Prioritäten. Wenn ich sage, ich mache das, aber meine Mutter ist krank, mein Hund muss raus oder ich habe Geburtstag, dann mache ich das eben erst morgen oder übermorgen. Aber solange wäre es bei dir halt ein offener Posten. Und vor allen Dingen wäre es öffentlich und das wollen wir vermeiden. Das sind ja Verstöße gegen die Marktplatzregeln und dann würde das 2 Tage lang und in der Zeit haben die halt die Chance und verschaffen sich natürlich gegenüber allen anderen Usern gegenüber einen Vorteil. Mhm. Muss nicht sein, aber man muss es einfach nüchtern so betrachten. Mhm. Und wir haben ja die Marktplatzregeln deutlich verschärft. Die waren ja früher gab es in der Form, wie sie jetzt gab sie gar nicht. Das hat seinen Grund in einer massiv angestiegenen Betrugswelle. Die haben wir 2018 erfahren. Da haben wir in einem Jahr die wir überblicken konnten, waren ca. 250.000 Euro Schaden, die User erlitten haben. Schaden, also nicht Schaden, ja, Geld weg. Geld weg und keine Uhr bekommen. Also nicht Fälle. Oder umgekehrt. Habt ihr denn noch einen Überblick, wie viele Fälle ihr habt abblocken können? Jetzt nicht im Sinne von Betrüger verschreckt,
sondern wo es dann nicht zum Abschluss gekommen ist. Denn das ist ja dann. Deutlich mehr. Kommt ja dann auf die 250.000 nochmal obendrauf. Deutlich mehr. Also wir haben viele rausgefunden. Wir haben viele, viele rausgefunden. Der Betreiber, der hat für uns eine ganz wertvolle Arbeit erledigt. Der checkt IP-Adressen ab. Mittlerweile können wir selber, weil wir halt entsprechend der DSGVO handeln. Da können wir die IP-Adressen für einen gewissen Zeitraum sehen. Und wenn uns da Sachen auffallen, wie zum Beispiel IP-Adressen aus Nigeria, die User fliegen sofort raus. Ich habe Kontakt zur Polizei gesucht. Die Polizei, die hat mich da auch ein bisschen gebrieft. Die haben gesagt, auch die nigerianischen IP-Adressen kommen eigentlich aus dem europäischen Bereich. Aber da müsst ihr vorsichtig sein. Das sind ganz professionelle Betrüger. Die ziehen euch die Hosen aus, ohne dass ihr es merkt. Okay. Und wir haben halt wirklich alle Register gezogen, was wir ziehen können, um die Leute aufzudecken. Und dann kam ein User, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, auf die Idee mit diesem Zettel. Knitterzettel. Wir sind ausgelacht worden, wir wurden beschimpft, was das denn soll. Und der Zettel wird heute noch thematisiert. Aber wir haben von 2018 bis Stand 2020 die Versuchsbetrugsquote, die bei uns ankommt, auf den zweistelligen Bereich. Also wir haben dieses Jahr keine 10 Versuche gehabt, zu bescheißen am Markt. Boah, also das ist natürlich echt ein gigantischer Erfolg. Richtig, das ist da sind wir auch ganz unbescheiden. Und deswegen werden wir auch da den Teufel tun und was dran ändern. Weil die Betrüger, die müssen ja jetzt nicht nur irgendwie den Usern klar machen, dass es eine ganz tolle Idee ist, Geld vorab per Western Union nach USA zu schicken, um dann im Nachgang die Uhr zu bekommen und 8 Wochen später festzustellen, dass die Uhr nicht unterwegs ist, weil es sie nicht gibt, sondern die müssen ja jetzt irgendwie ein Angebot einstellen mit Zettel, der ja zerknittert ist und den kann man nicht so ohne weiteres, haben sie ja versucht am Anfang und die haben wir fast alle rausgefiltert. Da muss man schon richtig professionelles Know-how mitbringen, um die Grafik zu bearbeiten. Könnte man machen, aber es ist einfach viel zu viel Aufwand. Da bescheißt man lieber die Leute bei eBay oder. Ich wollte sagen, wenn du das kannst, kannst du auch als Grafikdesigner Geld verdienen. Ja, genau. Das ist denen zu aufwendig einfach. Und deswegen machen die sich bei uns am Marktplatz die Hände kaum noch schmutzig. Es ist schon echt, echt krass. Ne? Also es ist wirklich, wirklich eine gigantische Reduktion. Und ich gestehe ja, dass ich da anfangs auch ein oder zwei jetzt in der Rückschau blöde Fragen zugestellt habe. Ich habe zwar nicht gelacht, aber ich habe es auch nicht direkt begriffen. Und jetzt kommen ja immer noch, wenn ich in den Marktplatz-Diskussions-Thread reinschaue, vielleicht nicht täglich, aber mehrfach wöchentlich kommt dieses Thema hoch. Ja. Ist das nicht so, dass du dann irgendwann schon mal sagst, ey, ich kann es nicht mehr hören? Das ist doch, das kann doch nicht der Teil sein, der moderativen oder leitenden Aufgaben, die noch Spaß machen. Doch. Okay. Doch. Ich betrachte mich in dem Punkt wirklich als Dienstleister. Das ist ja, wenn man Ehrenamt macht, ob das jetzt im Fußballverein ist oder aber eben auch in so einem, obwohl es ein kommerzielles Forum ist, aber das ist ja nur von Betreiberseite aus. Der stellt ja kommerziell nur die Plattform zur Verfügung. Unser jetziger Betreiber ist ja Gott sei Dank mental auch eher auf der Forenseite, auf der Userseite. Er verdient zwar sein Geld damit, aber der hat schon den Begriff Forum richtig begriffen. Das haben die vorigen Betreiber vielleicht nicht ganz so. Also, aber das ist zumindest mein Eindruck. Und so betrachte ich mich als Dienstleister. Das tun auch die anderen Moderatoren. Wir sind halt wirklich, ja, wir machen es gerne. Und ich verstehe ja auch ganz viele Fragen, die die User stellen. Das ist ja nicht so, dass das immer alles dumme Fragen sind. Meistens sind die Antworten dumm. Und dann muss man halt immer wieder die Fragen beantworten. Ja. Du hast gerade gesagt, die Antworten. Da habe ich noch eine Frage zu. Ja. Ein Forum oder allgemein die schriftliche Kommunikation leidet da ja darunter, dass Gestik, Mimik, Betonung und all diese Sachen verloren gehen und man wirklich nur das liest, was da steht und es so interpretiert,
wie man meint, dass es gedacht gewesen ist. Und das birgt ja von vornherein ein gewisses Potenzial für Missverständnisse. Richtig. Angesichts dessen, was ihr alles beantwortet und wie viele Anfragen kommen, habe ich volles Verständnis dafür, dass eure Antworten rationell sein müssen. Dass die also nicht immer in epische Prosa ausarten können. Manchmal, gestehe ich, wirkt das auf mich, und andere User haben das ja auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, ein bisschen ruppig. Kein Vorwurf, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Das ist auch okay, meine Frage geht in eine andere Richtung. Redet ihr miteinander oder holt ihr euch auch Feedback aus dem Forum ein, wie die Moderation wirkt und ankommt? Und zwar über diese Stänkereien hinaus, die ja nicht wirklich ein gutes Feedback sind. Stänkereien muss man ausblenden. Stänkereien haben ihren Grund nicht im allgemeinen Tenor eines Forums, sondern sind anlassbezogen. Ist immer so. Auch die Stänkerer stänkern meistens nicht, weil sie es persönlich meinen, sondern die stänkern gegen das Amt. So, und wenn ich mich da gedanklich von frei gemacht habe, dass ich nicht persönlich gemeint bin, sondern dass die, auch wenn sie mich persönlich beleidigen, eigentlich das Amt beleidigen, weil die kennen mich ja auch nicht, dann fällt vieles schon mal erstmal leichter. Ein Feedback persönlich abfragen mache ich so nicht. Also ich gehe jetzt nicht aktiv auf User zu und frage, pass mal auf, wie komme ich eigentlich an? Mhm. Weil ein Feedback bekomme ich ja über viele Kanäle. Meistens bekomme ich ein Feedback zum Beispiel auf Uhrentreffen, ja, Uhrforumstreffen in Düsseldorf. Haltern am See habe ich jetzt mal verpasst, weil wir da was anderes hatten. Meine Kinder waren halt recht krank und da konnte ich dann nicht hin. Da bekomme ich Feedback. Wir bekommen ungefragt Feedback, positiv wie negativ. Das Positive ist in letzter Zeit tatsächlich mehr geworden, finde ich. Das freut mich für euch. Freut mich auch. das war nicht immer so. Ja, und das reicht mir eigentlich im Prinzip auch. Weil wenn ich es abfrage, habe ich immer den Eindruck, es wird verfälscht. Dass User mir sagen, was ich hören will oder mich versuchen zu drehen und so eine ehrliche kurze PN finde ich immer ganz spannend. Und auch die Kritik, die auf uns einprasselt. Mhm. Einprasselt ist jetzt. Nein, es hat nachgelassen, tatsächlich. Mhm. Aber die Stänkerei, finde ich, die ist weniger geworden. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Mhm. Und man darf als Moderator nicht zumachen. Wenn du kritisiert wirst, und das ist immer die Gefahr, wenn nämlich die Stänkerei überhand nimmt, die unsachlichen Stänkereien, dass man dann irgendwann so einen Schutzwall aufbaut und dann wird man vielleicht auch mal ruppig. Aber eigentlich muss man immer wieder die ganzen Kritiken aufmerksam lesen, weil da versteckt sich ja oftmals auch konstruktive Kritik drin. Und die ist unschätzbar, wie ich finde. Ja. Also ihr lest das schon und lasst das nicht abperlen, wenn da was da steht. Denn manches Mal, wenn ich das lese, dann denke ich so, boah, wenn mir das einer so gesagt hätte, das hätte ich am liebsten ungelesen in die Ablage P gepackt. Aber das kann man natürlich nicht machen, wenn man ein Stimmungsbild haben möchte. Das Stimmungsbild mache ich mir wenig Gedanken drum, ganz ehrlich. Aber ich mache mir Gedanken darüber, wie arbeite ich eigentlich als Moderator oder als Forenleitung. Ja, weil wir treffen ja Entscheidungen, die für die ganzen User immer irgendwo einen Einfluss haben oder sich auswirken aufs ganze Forum. Und die Außenwirkung des Forums, die macht mir mehr Sorgen als meine Wirkung als Moderator. Okay. Ja, weil das Forum selber, wir sind das einzige Uhrenforum, deutschsprachige Uhrenforum, was ich kenne, mit dieser stetigen Wachstumsrate. Ja, die anderen, die wachsen auch, aber die wachsen nicht so stetig oder stagnieren. Manche werden auch weniger. Und wir haben eine relativ hohe Wachstumsrate.
Es ist ja, also wenn ich Und das hat ja seinen Grund. an die Mitgliederzahlen, aber auch an die Online-Zahlen denke, so die Sektion ganz unten, das ist ja richtig, richtig, richtig viel geworden. Also ich weiß nicht, ob ich 10, 11, 9, irgendwann in diesen Drehraum bin ich in das U-Forum gegangen und da kannte man die aktiven Nutzer noch alle vom Schreiben her persönlich, konnte sie an vielleicht nicht zwei, aber vier Händen abzählen. Das funktioniert jetzt alles gar nicht mehr. Nein, nein, das funktioniert nicht mehr und auch die Kommunikation im Urforum ist anders geworden. Was siehst du da als größte Änderung? Also, na klar, vielleicht etwas unpersönlicher, wenn man nicht mehr alle so gut Genau. kennt. Doch, aber das ist der springende Punkt. Das Persönliche ist rausgekommen. Wenn man sich allerdings dann auch mal die User untereinander anguckt, viele, die aktiv sind, kenne ich gar nicht. Ja, die tauchen bei mir auf dem Bildschirm nie auf. Über die wird nichts gemeldet. Die sind am Marktplatz nicht präsent und treiben sich in Bereichen des Forums rum, die mich persönlich thematisch nicht interessieren. Ja, sonstige Uhren, Damenuhren, Taschenuhren und so. Das sind so Sachen, wo ich keine persönliche Affinität zu habe. Und da gibt es User, die haben vierstelligen, fünfstelligen Beitragszähler. Von denen habe ich vorher noch nie gehört. Dann auf einmal kommen sie an und haben eine Frage. Ja, Ja, ich kann und das super gut nachvollziehen. Geht bei mir mit Vintage- und China-Uhren so. Das sind auch Felder, die von mir hoch selten besucht werden. genau. Und diese User treiben sich nur in ihrem Bereich rum. Die kommen auch nirgendwo raus. Und deswegen ist das so wie so eine Parallelwelt. Aber funktioniert irgendwie ganz gut, muss man sagen. Also das sind dann auch die Themenbereiche, wo man sehr selten Ärger mit hat, weil die großen Problemfelder sind in erster Linie Marktplatz, Smalltalk und ja, die Uhren-News, wo es dann um Neuerscheinungen geht und so, wo man sich halt nicht ganz grün ist unter Uhrenfans, wo man. Okay, also ich muss gestehen, Ja. Uhren-News ist auch so ein T Bereich, wo ich richtig selten reingucke. Müsste ich eigentlich nach meinem Selbstverständnis viel häufiger tun. Aber wie kann man sich denn bei Uhren-News nicht grün sein? Wenn es was Neues gibt, dann, na, Ja, da das ist doch eine gibt's. Tatsache, die sich fast nicht diskutieren lässt. Doch, wenn zum Beispiel ein Design kommt, was dem einen nicht gefällt. Oder es wird eine neue Uhr lanciert, vor vielen Jahren war das ein ganz großes Thema, Hublot und die Limited Editions. Ja, da war ein riesen Hallo, wenn dann wieder eine Big Bang, was weiß ich, Edition rauskam mit Leopardenfellarmband oder wie auch immer. Und da wurde dann halt geschrieben, ich mag die Uhr nicht. Und dann gab es dann diejenigen, die Fans waren und das fühlten sich direkt angetriggert. Heute hat sich das reduziert auf die zwei Marken Rolex und Seiko. Wenn da Neuigkeiten kommen, da wird zum Teil auch wegen Kleinigkeiten ja, mit Gift und Galle gesprüht, bis dann irgendwann Fäden geschlossen werden. Was ich persönlich ja nicht verstehen kann, weil es sind ja im Prinzip oft Geschmacksfragen. Und am Ende sind es ja auch nur Uhren. Es Habe ist ja ich auch mal kein, gedacht, ja. es ist ja keine Religion oder sonst was. Obwohl, Religion findet ja eh nicht statt. Ja, es sind Uhren, aber gerade im Bereich Rolex frage ich mich manchmal, ob das wirklich dann nur Uhrenfans sind, um der Uhr willen oder eben Investitionsfans, ja. Ob die nicht statt des Uhrenmagazins lieber den Effektenspiegel lesen. Also ich habe mich hin und wieder Solche gefragt, Sachen. wenn ich so bestimmte Diskussionen verfolgt habe, ob Rolex nicht auch unter das Religionsverbot fällt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mal wirklich ernsthaft überlegt, ob ich Rolex nicht auf die Blacklist setzen soll, ja. Ist indiskutabel natürlich, aber der Gedanke, ich fand ihn sehr charmant damals. Marc, ich habe noch eine Frage zum Abschluss des Urforum-Themas. Du hast Ja. uns ganz viele Hintergrundinformationen
Grundeinblicke gewährt. Wenn du jetzt den ganz großen Hebel hättest, mit dem du nach Wunsch etwas umsetzen könntest, was würdest du am liebsten von heute auf morgen abschaffen und was würdest du am liebsten von heute auf morgen einführen im Urforum? Ja, das würde ich am allerliebsten machen. Nee, eigentlich arbeiten wir stetig dran. Also so einen Leidensdruck habe ich gar nicht, dass ich jetzt den großen Hebel bräuchte. Mir würde nichts einfallen. Also die Urforums-Evolution funktioniert und ihr habt auch nichts, wo ihr sagt, da kommen wir nicht weiter. Es lässt sich also wirklich alles so handhaben und bewegen. Das ist natürlich klasse. Ich würde gerne verschiedene Smalltalk-Themen ausblenden, ja. Würde ich gerne tun. Das kann ich aus moderativer Sicht sehr gut verstehen. Aus Sicht des Betreibers ist es wahrscheinlich schwierig. Ja, das ist es. Aber so ist das eben. Das ist ein Kreislauf oder das, wie soll ich sagen, das ist ein Zustand, den muss man akzeptieren, weil sonst würde Urforum so nicht funktionieren. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ja der Rubel herkommen, der das Ganze am Rollen hält. Was ich wirklich gerne abschaffen würde, wären bestimmte Werbeeinblendungen über diese zufallsgenerierten Werbungen, wenn man nicht angemeldet ist. Weil da in letzter Zeit Sachen aufgetaucht sind, die mir ganz schön quer liegen. Parteipolitische Werbung, ja. Welche Partei auch immer, finde ich, gehört da nicht hin, wird aber eingeblendet. Es ist ja ein Werbekunde. Nicht die Parteien selber, sondern ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es sind halt eben zufallsgenerierte oder auf irgendeinem Algorithmus basierende Werbeeinblendungen. Und dann war da zuletzt ein chinesischer T-Shirt-Hersteller, der da Reichskriegsflaggen auf dem T-Shirt angepriesen hat. Das hat auch ganz böse PNs gegeben, ob wir da nicht was machen können. Ich erinnere mich an die Diskussion, ja. Nee, können wir nicht. Und ich habe geguckt und die tauchen dann in vielen Foren, wo man sich dann unangemeldet hin. Und ich habe noch nie nach einer Reichskriegsflagge geschaut. Ich habe auch nie irgendwie versucht, die FDP zu wählen und kriege trotzdem von denen Werbung eingeblendet. Also, naja, du warst wahrscheinlich schon mal wählen und hast schon mal ein T-Shirt gekauft und damit gehörst du zur potenziellen Zielgruppe. Ja, aber nicht mit Reichskriegsflagge drauf. Ja, ich glaube, da sind wir ganz, ganz nah beieinander, dass dieses T-Shirt in meinem Schrank keinen Platz hat. Nein, und aber da müssen wir dann halt eben mit leben und das aussitzen. Es ist auch ausgesessen, ich habe sie jetzt nicht mehr wieder gesehen seit längerer Zeit. Das ist was, und ich würde mir ganz gerne wünschen, dass User, die so oft dauerhaft gesperrt wurden, dass die nicht immer wieder sich über Doppelaccounts einloggen. Da gibt es den einen oder anderen, der dann auch mit Sicherheit danach unauffällig gewesen ist. Aber manche versuchen einfach nur, sich nochmal einzuloggen, um nachzutreten. Und das finde ich ein bisschen schade. Da müsste man eigentlich als Ex-User auch vielleicht irgendwann mal die Gradlinigkeit besitzen, auch dann draußen zu bleiben. Wir schmeißen ja keinen ohne Grund dauerhaft raus. Das mache ich äußerst ungern sogar. Ich bin ja im Urforum auch mal 2 Jahre lang gesperrt gewesen. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Ich kann nachvollziehen, dass man sich dann dazu noch mal irgendwann abschließend äußern möchte. Nur mit einem Zweit-Account geht das ja gar nicht, weil man dir die Karten dann auf den Tisch legen müsste. Also manche machen das. Die schreiben das in der Anmeldung dann rein. Okay. Und manchmal treten wir dann auch in Dialog mit den gesperrten Usern, je nachdem, wie man uns gegenübertritt. Ne? Also wenn einer nur noch platt nachtreten möchte dann natürlich nicht, aber wenn, warum nicht? Also ich bin der Letzte, der dann nicht nochmal zuhört. Du bist ja auch wieder freigeschaltet worden im Urforum, weil ich einfach, der alte Betreiber war weg, ich war neue Forenleitung und dann habe ich mir irgendwann dein Kasus da angeschaut und konnte nicht nachvollziehen, warum du gesperrt wurdest. Gab es ja mehrere. Und die habe ich dann auch wieder freigeschaltet. Ja, warum soll ich es nicht machen? Also fand ich
Es war nicht nachvollziehbar. Es gab, war kein Grund eingetragen, warum, wieso, weshalb, sondern einfach nur eine Sperre. Und dann habe ich auch in der Sperre selber nachgeschaut. Und der Grund, der war auch, ja, User geht mir auf die Nerven oder so. Und dann brauche ich da nicht drüber nachzudenken. Das sind keine Gründe für mich, einen User rauszuschmeißen. Nein. Ne? Das ist Schnee von gestern. Ich bin dir sehr dankbar, dass ich wieder dabei sein darf und hoffe, dass ich dir und Steffen nicht zu viel Arbeit mache. Wir machen es ja immer noch gerne. Na gut, dann keine unnötige Arbeit. Ich danke dir sehr für die Einblicke, für deine Offenheit. Gerne. Du hast uns oder mir jetzt schon immer mal wieder was Persönliches gesagt. Ich würde dir gerne zum Abschluss 10 Fragen stellen, um dich ein kleines bisschen besser einschätzen zu können. Du kennst die Fragen nicht, du weißt nur, dass ich die habe. Ganz schnell die ein oder andere Variante, wenn du magst, noch was dazu sagen. Aber das ist so die Idee. Okay. Sekt oder Bier? Sekt. Breitling oder Seiko? Seiko. Käsefondue oder Gulasch? Gulasch. Tagesschau oder Wer wird Millionär? Tagesschau. Kanarienvogel oder Goldfisch? Hund. Hund oder Katze war so abgegriffen. Ich habe nach was anderem gesucht. Ich bin allergisch gegen viele Tiere, nur gegen Hunde nicht, deswegen. Kuli oder Füller? Füller. Alpenwanderung oder Segeltörn? Beides. Beides. Ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Rheinland oder Provence? Rheinland. Ganz schnell. Da sind wir Rheinländer beisammen. Ich wohne zwar jetzt schon 25 Jahre im hessischen Exil, aber ich bin vom Herzen her auch immer noch Rheinländer. Aber ich kann dir sagen, also es ist mir schwerer gefallen als bei anderen außer rheinischen Gegenden. Die Provence, die triggert mich schon schwer an. Also trotzdem sehr schnell. Ja, und auch sehr überzeugend. Ja. Ist noch eine übrig geblieben, Ballett oder Fußball? Ballett. Sehr schön. Ich bedanke mich sehr bei dir. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe oder was du gerne so noch als Abschlussstatement loswerden möchtest? Nein, ich war ja überrascht, dass du mich gefragt hast. Ich fand es sehr angenehm. Ist ja auch mal interessant, mal so seinen eigenen Standpunkt loszuwerden. Und ich fand das ein sehr nettes Gespräch. Kann ich nur zurückgeben und danke für die Zeit und die Offenheit. Gerne.